KinoCast. Ich glaube, ich habe gerade Hundebesuch bekommen. Kann das sein? Ja, ich hab mein Ei zertrümmert. Das fand er nicht so lustig. Okay, ja, wir können loslegen, bevor der Erik jetzt einen dummen Kommentar abgibt. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Hallo Kate, hallo Erik. Hallo ja, Chris. Hallo auch von mir an alle Hörerinnen und Hörer. Hier ist gelöste Stimmung am frühen Morgen. Was erwartest Sonntag, du denn? Sonntag früh, wir gehen nachher alle noch in die Kirche. Oh ja. Beten für nicht weitere Verletzte beim VfB. Beten für eine gute Sneak morgen, nein. Apropos Sneak, ja, wir hatten eine Sneak Preview in der vergangenen Woche. Das war der Film, den keiner getippt hatte. Der Rosengarten von Madame Vernet. Und wir haben auch eine Einladung bekommen. Wir können auch Leute interviewen von dem Film und so, weil die sind jetzt bald in Deutschland und da müssten wir aber nach Berlin fahren. Ich glaube, das lohnt sich erstmal nicht. vielleicht geht es auch digital. Mal schauen. Der Rosengarten von Madame Vernet, wie schon der Titel vermuten lässt, ist ein französischer Film und natürlich auch so eine, ja, so Dramedy, würde ich es mal sagen. Also ein bisschen Komödie, ein bisschen Drama ist da drin. Es geht um eine Frau, diese Madame Vernet, und gespielt von Catherine Froh. Und die hat einen Rosen, nicht nur einen Rosengarten, sondern ja, so eine Rosenzucht, so eine einen Gartenbaubetrieb, würde man sagen, genau, ein Gartenbaubetrieb. Ja, ja, ein Rosengartenbaubetrieb. Ein Rosengartenbaubetrieb. Und wenn man denkt, das kann sich doch nicht lohnen, ja, es lohnt sich auch nicht, das ist nämlich ihr Problem. Da gibt es wohl einmal im Jahr so eine Ausstellung in Frankreich, sowas wie die Gamescom für Rosenfreunde, wo alle Leute ihre neuen Sachen mitbringen und neue Kreuzungen zeigen und wo dann Sachen prämiert werden und was dann dazu führt, dass wieder irgendwelche bestimmte Rosenkreuzungen und Sachen da gekauft werden mehr. Und da hat sie aber in den letzten Jahren immer ein bisschen abgelost gegen so einen Typen, der das alles sehr industriell anfasst und hat da eine riesen Rosenzucht und kauft auch seltene Rosen aus aller Welt auf, um die dann zu kreuzen, um damit auch die, ja, diese seltenen Rosen nur in seinem Besitz sind, damit niemand anders die kreuzen kann. Und gerade heutzutage, wo das alles immer mehr hybridisiert wird, ist das natürlich dann schwierig, wenn einer alles mögliche aufkauft. Und ja, so betrifft es dann halt auch die Madame Vernet und ihre Sekretärin, Buchhalterin, beste Freundin, weil sie irgendwie niemanden mehr hat. Einzige Freundin. Ja, einzige Freundin. Die organisiert dann mal, damit sie Hilfe bekommt und weil die auch kein Geld haben in diesem Rosenbetrieb, organisiert sie mal gibt es in Frankreich wahrscheinlich so ein Programm zur Wiedereingliederung von, weiß nicht, Langzeitarbeitslosen oder welchen, die mal im Gefängnis waren oder sowas. Und die kann man wohl so bekommen, dass der Staat erstmal denen irgendwie den Lohn zahlt oder einen Teil des Lohnes und da bekommen sie halt günstig Arbeitskräfte und da bekommen sie drei. Oder Sozialabgaben, glaube ich, war es, ne? Irgendwie sowas, aber ich du hast recht. Ja. Ich habe gerade überlegt, weil die kriegen ja auch mal einen Lohn. Deswegen ja, die kriegen einen Lohn, aber ich glaube, die Sozialabgaben zahlt der Staat irgendwie so. Es ist in Frankreich nicht so viel wie in Deutschland. Ha, okay. jedenfalls kommen dann diese drei Typen mit algerischen Wurzeln, schätze ich mal. Ein etwas älterer und ich nehme mal an, hat irgendwie so einen Gewerkschaftshintergrund, ist sehr stark engagiert, wie es halt in Frankreich auch so ist, so mit Demonstrationen und gegen die Arbeitgeber und sonst was. Und ein junges Mädchen, was irgendwie total verschüchtert ist und irgendwie ganz, ganz leise nur spricht und ne, keiner kann sich, kaum kann sich jemand verstehen und so und traut sich kaum irgendwas zu sagen. Und diese drei Personen, ja, also Samir, Fred und Vera, was glaube ich, die fangen dann dort an und haben natürlich allesamt überhaupt keinen Plan von Rosenzucht und das junge Mädchen hatte noch irgendwo die naive Vorstellung, dass das eher so ein Blumenverkaufsgeschäft ist, wo sie irgendwelche Blumen binden, aber es ist dann doch etwas
ja, dass es dann nicht so ist, das erschüttert sie schon ein bisschen und naja. Jedenfalls müssen dann die drei, werden dann relativ schnell von der etwas ruppigen Frau Vernet dann irgendwie in den Betrieb eingeführt. Und man sieht schnell, dass es eben nicht nur ist so, ja, wir sehen dann mal was aus und dann kommt dann irgendwas raus und dann ernten wir das und das war's, sondern da gehört doch noch einiges mehr dazu. Und gerade so Rosenzucht, die ganze Gartenpflege und Pflege von den Rosen und Kreuzungen, wie das überhaupt passiert, wie man quasi die, ja, manche Rosen dann fremd befruchtet, damit die, damit die dann so eine Mischung, so eine Kreuzung ergeben und wie dann die Blüte gepflegt werden muss, damit das entsteht und so. Und diese wilden Rosen, die dann die Träger sind von diesen Samen und so, das wird einem alles so ein bisschen eingeführt und auch, was die für Probleme haben. Und ich dachte am Anfang, oh Gott, das wird eine ganz langwierige Veranstaltung. Aber dann, dann war es aber doch erstaunlich charmant auch, weil das dann so in eine gewisse Richtung kippt. Speziell, wo dann die drei Typen da sind, die wirklich so grundverschieden sind. Also einmal, jetzt muss ich kurz überlegen, wer das war. Ich glaube, der Manel Fulgok heißt der, glaube ich, der Schauspieler. Und der Fred, der bringt da einiges mit, weil der, ja, der hat noch so eine Backstory mit seinen Eltern, die er versucht zu finden, die ihn da irgendwo abgeschoben haben. Und der Samir, der Ältere, der hat dann auch immer so eine komische Brusttasche, so eine gehäkelte, wie man es heutzutage manchmal kennt. Die jungen Leute, die haben ja so eine Tasche, die so quer vorne über die Brust geht, wo dann so ein kleines Täschchen dran ist, wo sie irgendwie ihre Zigaretten und ihre Kreditkarten drin haben. Und so. Sowas hat der aber so selbst gestrickt, das Ding. Und naja. Und erstmal müssen sich die drei ja anfreunden so ein bisschen, weil die haben sich auch mehr oder weniger jetzt über die Maßnahme kennengelernt. Dann müssen sie sich noch mit ihrer Chefin irgendwie arrangieren und dann, ja, dann es gibt dann so eine Gruppendynamik, dass dann teilweise auch die drei so ein bisschen gegen die Chefin und umgekehrt die Chefin gegen die drei. Und dann ist ja noch diese Buchhalterin mit im Spiel und ja, ist auf jeden Fall, dann nimmt total verrückte Wendungen, die ich mal nicht spoilern will. Also sie versuchen dann natürlich auch speziell irgendwelche seltenen Rosen zu bekommen und die dann auch nicht gerade auf legalem Wege, um es mal so zu sagen. Da hat sie natürlich Glück, dass sie jemand im Team hat, der schon mal straffällig war, der sich ein bisschen auskennt mit irgendwelchen Sachen. Und ja, ganz verrückte Dinger passieren dann und das macht den Film eigentlich sehr, sehr charmant und ich fand ihn dann doch sehr, sehr angenehm zu schauen und eine schöne Sneak. Dir ging es doch genauso, ne? Irgendwie. Wir haben doch alle hinterher irgendwie gegrinst bei dem Film. Dann ist auch keiner rausgegangen. Bei Tides sind mehr Leute raus. Ja, bei Tides sind mehr Leute rausgegangen. Nein, es war einfach super charmant, weil man wirklich gemerkt hat, in welche Beziehung einfach die Figuren miteinander dann auch getreten sind während dem Film. Und das fand ich schon ganz spannend. Was mich sehr, sehr traurig gemacht hat, ist, dass man so ein bisschen die Hintergrundgeschichten von den einzelnen Personen oder von den netten Gästen oder von den Hilfsarbeitern, dass das völlig im Hintergrund war und das so sehr weit zurückgedrängt wurde, weil es war dann einfach, die waren einfach da und gut ist und akzeptiert es und so ein bisschen dran gekratzt an der Oberfläche, aber mehr auch nicht und auch nicht bei allen. Und teilweise die Sprünge in dem Film fand ich auch ein bisschen verwirrend, aber am Ende des Tages ist einfach so herrlich, So richtig herrlich charmant gewesen, weil es ist einfach so, ja, der verzweifelte Kampf gegen die große Industrie mit einem einfachen kleinen Familienbetrieb und auch zu sehen, was Leute da auch bereit sind aufzugeben dafür und wie weit es geht und dass man dann doch wieder den Blick dafür schärft, dass man sagt, okay, pass mal auf, bei aller Liebe, wie toll manchmal diese großen Industriebetriebe funktionieren oder wie super da die Abläufe sind oder wie optimiert das alles ist, wie cool das dann doch ist, wenn es noch so kleinere Bereiche gibt. Und das fand ich echt schön dargestellt. Einfach auch die Gruppe an sich, von der hätte ich gerne, glaube ich, auch mehr gesehen, weil die einfach so wild zusammengewürfelt war. Und dann halt natürlich die, was so geredet hat. Die fand ich großartig. Oh mein Gott. Also, die war einfach nur zum Knuddeln. Also die hätten einfach den ganzen Film über nur knuddeln können. So, komm her, oh, komm, du kleines Küken, ist es alles gut? Die Welt ist böse, ja. Also, einfach herrlich. Und nee, hat wirklich Spaß gemacht, der Film, auch im Endeffekt. Weil er hatte so, ich hab ständig bei mir in der Reihe, habe ich einen älteren Herrn lachen hören,
Der fand das wohl sehr großartig. Meinst du mich? Nein. Und das war einfach schön, weil ich denke, der Film hat mehrere Leute auf verschiedene Arten, auf verschiedenen Ebenen einfach abgeholt und hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und es war einfach, also er hat nicht so, super viel Spaß gemacht, sondern er war einfach richtig schön charmant. Und ich glaube, wenn man unter charmante Filme sucht, kommt auf jeden Fall der. Ja, also wirklich, der hatte aber wirklich so einen Kipppunkt, ab wo er richtig gut geworden oder wirklich so, ja, wo dann die Leute ankommen, wo das dann nicht mehr so diese verbitterte Frau dann ist, die irgendwie nicht so klar, obwohl die eigentlich, die ist halt so wirklich sehenden Auges in die Messer reingelaufen, ne? So, das fand ich irgendwie ein bisschen, aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Ja. Aber es war dann irgendwie so ein Punkt, wo ich dachte, ach ja, echt eine coole Sneak so. Absolut eine coole Sneak. Also wieder mal so ein typischer Film, hätte ich wahrscheinlich niemals gesehen ohne die Sneak. Und am Ende des Tages bin ich ganz happy, dass ich ihn doch habe sehen dürfen, weil er einfach cool war. Okay, also von mir 7 von 10 Punkten für diese französische Dramedy. Das schließe ich mich voll an. 7 von 10. Ich war ja wirklich relativ früh schon einer, der da irgendwie sich kaputt gelacht hat über manche Sachen, die da passiert sind. Da war ich noch halbwegs irgendwie der Einzige. Ich dachte schon, das ist irgendwie durch meinen gewissen Bias, dass ich da irgendwie ja, gefärbt bin, dass ich den gut finde, den Film irgendwie. Aber es haben dann doch noch ein paar mehr Leute gut gefunden. Ja. Ja. Wie schaut denn der Tipp für morgen aus dann für die nächste Sneak Preview? Der Tipp für nächste Woche lautet das kleinere Übel. Mhm. Und da haben auch schon Menschen getippt. Nein. Zum Beispiel der Erik, der einen Film getippt hat, einfach nur damit ihn der Chris vorlesen muss. So. Und der nennt sich Mein Name ist Klitoris. dann haben wir unseren Running Gag James Bond. Ach, das ist nicht mehr lustig. Dann der Hochzeitsschneider von Athen und Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft. Ja, den Hochzeitsschneider hatte ich auch mal kurz reingeschaut gehabt in die Filmbeschreibung, weil der auch so passen könnte vom Filmverleiher her und von der Zeit her und so. Aber da habe ich keinen Anhaltspunkt gefunden, warum der auf diesen Tipp passen könnte. Deswegen, ja, wer weiß. Deswegen, ich glaube sogar diesen, ich habe meine Freunde geschrumpft, das könnte ja richtig gut passen. Obwohl das natürlich dämlich ist, weil ich glaube, da gab es vorher schon zwei andere. Ich habe meine Eltern geschrumpft, ich habe meine Klassenkameraden geschrumpft und jetzt das irgendwie. Es gab auch, ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Ah, genau, das war es ja. Ja, weiß ich nicht. Aber es ist, glaube ich, eher ein Kinderfilm. Sowas wird nicht laufen, aber ja, vielleicht kommt ja der Klitoris-Film. Gucken wir mal. Muss dann der Chris dann auch so wie das Mädchen in dem Film so ganz verschämt. So. Ja, genau. Na gut, dann schauen wir mal, was uns da erwartet im Kino. Und im Heimkino gab es auch noch eine Heimsneak. Heimkino. So, da muss ich mir noch erstmal nebenbei hier mal ein paar Sachen aufrufen zu dem Film. 6 Minutes to Midnight war ja meine ausgesuchte Heimsneak, der jetzt gerade auf Sky immer läuft und auf den anderen Plattformen kann man den kaufen. Bei Sky kann man aber so schauen. Und den hatte ich ausgesucht gehabt, weil Eddie Izzard hier mitspielt. Sagt euch das, der Name irgendwas, der Comedian. Der hatte mal einen sehr bekannten, ja. Sehr bekannten Sketch hier mit der Star Wars Canteen, wo er quasi so beschreibt, wie Darth Vader dann auch ganz normal in die Kantine geht und so. Ja. Und sich da anstellt und so. Und ja, der ist ja auch Schauspieler, Eddie Izzard. Und deswegen wollte ich ihn auch mal sehen. Und ich meine, Regie hat Andy Goddard geführt bei dem Film, der auch schon gute Sachen gemacht hat. Unter anderem auch Doctor Who und so und Downton Abbey und so. Der hat also auch viel Erfahrung. Und in diesem Film... Moment, aber Eddie Izzard ist eine Frau. Na, nee. Ist ein männlicher... Oder? Ist das ein... Eddie Izzard ist eine Frau.
Best known diverse stand-up British comedian actress Eddie Izzard. Ist eine Frau, okay. Ja, weiß nicht. Um das gleich mal hier richtig zu stellen, Erik. Also. Okay, dann. Nein, ist er nicht. Eddie Izzard spielt den Thomas Miller. Ja, Eddie Izzard ist eine britische Komikerin und Schauspielerin. Also ein diverse, würde ich mal sagen. Ja, oder? Jetzt, wieder so ein, jetzt haben wir schon mal so einen Fall hier, genau. Also ein diverse Actor, ein, ja, sagen wir es so. Und in diesem Film geht es darum, der spielt 1939 in England in einem, in so einem Küstenstadt, in so einem Seebad. Und in diesem Seebad gibt es so eine, ja, wie soll man sagen, wie so eine kleine, wie so ein kleines Schloss oder so ein kleines Gebäude, was so quasi als Ferienfreizeit, würde man es heutzutage nennen, vielleicht angeboten wird. Und da ist halt die ältere Frau, gespielt von, komme ich gerade nicht drauf, Judi Dench. Und doch noch drauf gekommen. Und Judi Dench leitet diese Jugendherberge, nenne ich es jetzt mal. Und in dieser Jugendherberge sind aber keine englischen Kinder untergebracht, sondern deutsche Mädchen von hochrangigen Politikern und Militärs und so weiter, dass die auch zum Beispiel mal Englisch lernen und ja, auch vielleicht für später mal höhere Aufgaben vorgesehen sind. Und das Ganze spielt ja noch so in dieser Vorkriegszeit und da ist zum einen sind da auch einige Lehrerinnen mit an dem an dieser Jugendfreizeit, in diesem, wie nennt man das, Heim, ich nenne es mal Heim, in diesem Heim, die auch die in Richtung nationalsozialistische Ideologie indoktrinieren, angefangen, dass sie irgendwelche Führerreden schauen und irgendwelche natürlich Sachen lernen über Juden und so weiter. Da wird dann aber immer so die Tür zugemacht, dass die dortigen einheimischen englischen Lehrerinnen oder so das nicht so mitbekommen. Und Eddie Izzard kommt halt dort an dieses Heim und soll denen halt auch ein bisschen was beibringen. Ich glaube, Sprache soll er lehren. Und merkt dann aber relativ schnell, dass es irgendwie ein bisschen hier teilweise in eine falsche Richtung läuft und was da so dahinter steckt. Und dann droht ja auch noch so der Krieg bald auszubrechen und die englischen Spione oder die Leute wollen quasi diese Mädchen als Geiseln dort behalten, damit England irgendwas in der Hand hat, wenn sie angegriffen werden oder für den Fall, dass sie angegriffen werden, beziehungsweise damit sie eben nicht angegriffen werden, weil die Deutschen würden ja nicht ihre eigenen Kinder da bombardieren oder sowas. Und parallel dazu findet dann noch so eine Extraktionskommando statt, dass dann quasi die Deutschen die Mädchen rausholen wollen, da mit so einem Flugzeug da landen wollen am Strand und das soll halt irgendwie verhindert werden. Und ja, aus der Rubrik hätte durchaus viel mehr drinstecken können, fand ich. So die ganzen kritischen Aspekte, auch so mit diesen Kollaborateuren, also quasi Engländer, die sich mit auf die deutsche Seite schlagen, weil sie sagen, ja, England kann eh den Krieg nicht gewinnen, also wir lassen uns jetzt gleich mal mit dieser Ideologie, gehen wir jetzt mal konform, bis hin zu, wie nehmen die Mädchen das an? Da war dann so ein Mädchen, was da gar nicht so d'accord war mit den ganzen, was die so gelehrt bekommen haben und das blieb auch alles sehr im seichten Wasser, dieses ganze Thema. Also da hätte man so wahnsinnig viel mehr draus machen können aus dieser Geschichte selbst. Und aus der Art, wie man es erzählen kann und wie es dargestellt ist und auch mit den Darstellern. Und fand ich ein bisschen schade. Also es ist jetzt keine verschenkte Zeit gewesen. Ich fand es gut, wie es gemacht war, gut, wie es gespielt war, aber aus der Rubrik ein bisschen was verschenkt. Deswegen von mir 6 Punkte. Man kann das noch schauen. Ich wiederhole nochmal, 6 Minutes to Midnight. Das war ja damals der Code in England, wenn der Angriff bevorsteht von Deutschland, also 6 Minuten vor Mitternacht. Da gab es ja diverse Telefonnummern in England, 1154, also 11.54 Uhr, 6 Minutes to Midnight, die man anrufen konnte in den jeweiligen Ortsnetzen, wenn man irgendwas gesehen hat. Und ja, also, weiß nicht, ob ich euch da jetzt Lust gemacht habe drauf, aber ihr habt ja Sky, vielleicht läuft es ja irgendwie mal. Den anderen Film, den ich euch wesentlich wärmer empfohlen habe mit Angelina Jolie, den habt ihr immer noch nicht geguckt. Und ich habe aber noch einen, den habe ich eher durch Zufall gesehen und den wollte ich nämlich eigentlich schon vor längerer Zeit mal schauen. Der heißt Takers, hat auch irgendeinen dämlichen deutschen Zusatztitel, auf den ich gerade nicht komme.
und ist mit einer der letzten Rollen von Paul Walker. Und Matt Dillon spielt da zum Beispiel noch mit und T.I. und Chris Brown. Oh, ich weiß gar nicht, also eine ganz illustre Gesellschaft. Hier Zoe Saldana von zum Beispiel von Avatar oder so, die spielt da auch mit. Und das ist eigentlich ein schöner Heist-Movie, würde ich es mal nennen. Und die ganze Truppe, also außer Matt Dillon, weil der spielt bei der Polizei, aber so Hayden Christensen, Chris Brown, Michael Ealy, Idris Elba ist auch mit dabei, genau, den habe ich noch vergessen zu erwähnen, Paul Walker. Die sind so eine Truppe, die eigentlich ganz gut situiert ist. Also da arbeiten manche von denen irgendwo an der Börse, bei Banken und so weiter. Also denen geht es eigentlich ganz gut. Aber die planen halt aus Spaß an der Freude manchmal so richtige Heists, wo sie richtig große Sachen durchziehen. Und die sind immer so gut geplant. Man sieht auch gleich am Anfang einen atemberaubenden Heist, der dann durchgezogen wird, der ja auf eine atemberaubende Art und Weise aufgelöst wird und keiner kann die überhaupt irgendwie finden oder entdecken und sowas. Und die lassen sich auch immer sehr viel Zeit zwischen den einzelnen Sachen. Also die räumen immer sehr viele Millionen dann ab. Und selbst wenn sie es durch diese riesige Truppe teilen, die sie ja sind, und diese ganze Organisation, was das alles kostet hier, bleibt trotzdem immer noch genug übrig, dass sich das gelohnt hat. Und sie lassen sich sehr viel Zeit, also irgendwie so einmal im Jahr, wenn überhaupt, wenn nicht noch länger. Und dann kommt aber einer aus dem Knast raus und der, mit dem hatten sie früher mal was zu tun und der sagt ihnen, ja, es gibt jetzt hier demnächst so ein Riesending, was wir durchziehen könnten und da müssen wir halt relativ schnell handeln, was eigentlich gar nicht so den ihr Modus operandi ist, sondern sie müssen dann doch mal schneller tätig werden, tüfteln aber auch einen sehr guten Plan aus, wie sie das machen wollen. Aber dann läuft natürlich nicht alles glatt, wie man sich denken kann. Und ich will mal nicht viel mehr verraten, weil ich habe den ja aufgenommen gehabt und habe den euch auch mal bereitgestellt. Vielleicht schafft ihr es auch mal zu gucken. Ich fand ihn nämlich erstaunlich gut. Zum einen ist diese illustre Darstellerriege da mit dabei. Hayden Christensen, den kenne ich eigentlich mehr oder weniger nur aus Star Wars. Und hier mal in der Rolle hat er irgendwie so gefärbte Haare, so ganz, ganz weirder Typ und so. Und dann sind auch herrliche Shootout-Szenen. Dann sind Szenen drin, die haben mich an Heat erinnert fast, wo so wirklich ewige Shootouts sind, wo irgendwelche Leute irgendwo ewig lang flüchten und über Stock und Stein und dadurch und so. Da gibt es Szenen, die sind wirklich quasi fast am Stück gedreht und so. Das ist sehr sehenswert. In der IMDb hat er nur 6,2 von 10, aber mir hat er echt gut gefallen. Deswegen bekommt er von mir 7,5 von 10. Jawohl, schöner Heist-Movie. Wir hatten ja letztens Cash Truck und das passt so ein bisschen in die Richtung, so mit Heist und so. Bloß halt eher von der anderen Seite. Das finde ich jetzt schon wieder interessanter als der andere Film. Ja, war auch spannender. Ist auch ein ganz anderer Typ Film. Alright, dann gucken wir doch mal, was Neues anläuft, ob da was Cooles dabei ist. Kinocharts und Neustarts. Hier. Charts, hier, Charts. Kaiserschmarrn-Drama ist in Stuttgart nur Platz 5, obwohl es deutschlandweit wesentlich besser platziert ist. Auf Platz 4 ist immer noch in den Top 5 zu finden, Der Rausch. Konstantin, nee. Free Guy ist auf Platz 3. Warum haben wir den eigentlich noch nicht gesehen? Ich weiß nicht, aber das soll sehr, sehr, sehr cool sein. Jetzt, wo du fragst, ne? Auf Platz 2 haben wir Tom und Jerry. Ach ja. Platz 1, The Suicide Squad. Naja. Und was läuft denn so neu an hier? Was sind so die Kurzfassungen? The Father mit Anthony Hopkins und Olivia Colman. Da habe ich, glaube ich, ein paar Ausschnitte gesehen bei den Oscars, wo es der Vater... Das soll richtig gut sein. ...dement und so und wisst natürlich da einiges und ja, die pflegt ihn dann. Es soll richtig, richtig cool sein, der Film. Killers Bodyguard 2. Kann man empfehlen. Der ist auch gut. Ja. Den können wir absolut empfehlen. Also den ersten gibt es übrigens jetzt bei Amazon Prime kostenlos. Und Killers Bodyguard 2, sehr geiler Film. Also. Definitiv. Empfohlen vom Kinocast. Candyman, Fortsetzung. Ich kenne nur den alten Candyman und Candymans Fluch. Ich weiß nicht, ob die Fortsetzung hier was kann, ob die sein muss. Auf jeden Fall gibt es jetzt anscheinend hier einen neuen Candyman, der das mitspielt.
irgendwie war der Candyman für mich mit dem anderen Schauspieler verbunden. Ja, mal schauen. Ja, der Candyman-Fluch wird erneut geweckt. Da, da, da. Darf ja vorm Spiegel nicht dreimal Candyman sagen, ne? Sonst kommt er. Ne, das war Beetlejuice. Das, nee, Bloody Mary. Das war bei Candyman auch. Blass, Gott. Das ist wahrscheinlich so die übliche Horrorfilmgeschichte. Aber was auch noch anders. Ich habe den Überblick verloren. Also wenn du vorm Spiegel stehst, zweimal Bloody Mary, dreimal Bloody Mary sagt, kommt Candyman in Form von Chucky und, und bindet dich irgendwo in einem Badezimmer fest. Und möchte ein Spiel spielen. Habe ich es richtig zusammengefasst? Super, also genau alles, so. Alles drin hier. Und der Hauptprotagonist heißt Jason. Und trägt eine weiße Maske. Jason Myers. Jason Myers heißt er. Mit genau, weißer und Maske und schwarzem Umhang. Ja, genau. Mit einer Kettensäge. Als Waffe. Ja. Und hat einen Stimmverzerrer an seiner Kettensäge. Genau. So. Also was ja auch noch anläuft, was ich echt gern gesehen hätte, wo ich noch ein bisschen, was ich eigentlich gehofft hätte, dass der in der Sneak läuft. Ah, sag's nicht. Sag es doch, nicht. Mit Oliver Kalkofe. Ah. Michaela Schaffrath. Sky Sharks. Wo irgendwelche Nazis auf irgendwelchen elektrischen Haien durch die... Nein. Das wäre ein schöner Sneak-Film gewesen, aber der kann ich wäre, glaube ich, gegangen. Ach Quatsch, das ist lustig. Und Tides läuft auch noch an die Woche, also auch im begrenzten Kinostart. Dann dieser Hochzeitsschneider von Athen läuft auch schon an. Der hat mir einen Tipps drin und das war es dann, glaube ich, auch schon von den Sachen, die man hier großartig erwähnen muss. Bigfoot Junior. Der Virtuoso. Ah ja, den hattest du in der Sneak, ne? Hm. Den hatten wir in der Sneak. Ja, ich auch. Ja, ach, da warst du auch mal mit. Ja. Bist du morgen dabei? Das entscheide ich, wie der Tag morgen läuft. Ach so, okay. Weil ich quäle mich nicht in die Stadt, wenn mein Rücken da auch nicht mitmacht oder meine Beine. Das muss ja nicht sein. Obwohl die Sessel sind sehr angenehm. Vielleicht hilft das ja. Das stimmt. Super. Das ist ja quasi wie eine Therapie dann im Kino. Nee. Hm. Eben. Ja, gucken wir mal morgen. Ich hoffe aber schon. Schauen wir mal und wir schauen auch mal bei die Serien rein. Oh yeah. Serien. Erzähl mal was über Nine Perfect Strangers. Ist das sowas wie die Neuen Geschworenen oder? Nee, im Gegenteil, es ist ganz was anderes. Es ist eine Buchvorlage, eine neue Serie auf Amazon Prime. Die Autorin hat vorher Big Little Lies geschrieben. Falls das jemandem was sagt, ist auch eine sehr, sehr tolle Serie. Und in Nine Perfect Strangers geht es um eine Art Spa. Das ist so ein bisschen strange. Also, es geht um neun Menschen, die sind nicht alle Fremde, sie sind nur Fremde füreinander, denn das eine ist eine Familie, das andere ist ein Pärchen und die brauchen alle aus unterschiedlichen Gründen eine Auszeit. Die sagen sich, okay, ist alles scheiße gerade, wir brauchen irgendwas zum Abschalten, zum Runterkommen, also buchen sie sich in diesem luxuriösen und sehr beliebten Spa ein, welches aber nur sehr begrenzte Teilnehmerzahlen hat und auch sehr teuer ist. Und das Ganze wird geführt von Masha, die gespielt wird von Nicole Kidman. Die ist ehemals Russin, es wird dann innerhalb der ersten drei Folgen auch ganz klar erzählt, ihre Vorgeschichte und wie sie zu diesem Spa gekommen ist. Das Problem an diesem Spa ist, dass alle davon ausgehen, dass sie jetzt da kommen und schöne Wellnessbehandlungen und so bekommen, aber es eigentlich genau das Gegenteil ist. Denn alle haben einen bestimmten Grund, warum sie da sind und Masha wählt ihre Patienten sehr genau aus und wird die dann in diesen 10 Tagen, wo die dort sind, einer Art Behandlung unterziehen und sie heilen. Das ist zumindest ihre Aussage. Sie will die heilen. Und die Mittel, die sie da einsetzt, wirken im ersten Moment eigentlich relativ einfach und simpel. Aber man merkt relativ schnell, dass extrem
viel dahinter steckt und eventuell sogar Drogen zum Einsatz kommen. Und die ganzen Bewohner, die müssen eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, die müssen alle ihre Handys abgeben, keine Süßigkeiten, nichts. Sie werden erstmal gedetoxed, die dürfen gar nichts anderes zu sich nehmen als Smoothies und so. Was aber alles natürlich nicht bekannt war im Vorfeld, sonst wären die vielleicht alle da gar nicht hingefahren. Und auf Amazon Prime gibt es bisher 3 Folgen. Die ersten 3 Folgen kamen auf einen Schlag raus, kommt jetzt jede Woche eine neue Folge. Mir gefällt die Besetzung extrem gut, wobei ich bei einem Charakter sehr abgeschreckt war am Anfang, ob ich es überhaupt angucke, denn es spielt Melissa McCarthy mit. Die spielt aber eine ganz normale Person. Es ist sehr angenehm. Es ist jetzt nicht kein Piwi-Kaka und ich hau voll auf die Fresse, sondern sie ist einfach nur eine Schriftstellerin mit Problemen. Und dann spielt auch noch Luke Evans mit, was ich auch sehr interessant fand, und Asha Caddy und Manny Jacinto, den ich ja aus The Good Place kenne und mag. Samara Weaving spielt auch noch mit, also es ist ziemlich gut besetzt und extrem spannend, weil man möchte unbedingt wissen, was jetzt da noch genauer ist und mit welchen Problemen die da wirklich kämpfen müssen und warum Mascha sie ausgesucht hat, genau diese neuen Personen für diese 10 Tage. Klingt sehr nach A Cure for Wellness. Ah, nicht ganz so. Es ist nicht ganz so brutal. Also die kriegen da schon entsprechend gute Behandlung. Also es ist jetzt nicht, dass sie irgendwann in den Stuhl gefesselt werden oder ähnliches. Aber es wird ihnen auch Blut abgenommen, ohne ihnen zu sagen, warum, mit irgendwelchen Ausreden. Das Personal vor Ort ist natürlich informiert, aber die gucken sich dann immer so verschwörerisch an und sagen halt irgendeine Ausrede, ja, wir müssen die Essen ja direkt auf ihr Diabetes abstimmen, und bei dem anderen nehmen sie Blut ab, weil es halt einfach dazugehört zum Wellnessprogramm, damit wir die Ernährung perfekt abstimmen können. Aber da steckt noch wesentlich mehr dahinter. Mascha hat auch überall Kameras und beobachtet die überall und ist sehr geheimnisvoll, was sie da wirklich tut. Und wie gesagt, es kommt dann auch irgendwann die Frage auf, ob sie den Leuten was ins Essen mischt oder in ihre Smoothies mischt, damit die sich so krass öffnen. Ja. Weil alles ist da, glaube ich, nicht ganz gut. Aber soweit hat es noch nicht rausgefunden. Amazon Prime, 9 Perfect Strangers, werde ich mal mit vormerken. Steht auch schon hier in unserer Fortsetzung Folgliste drin, habe ich gesehen. Hat schon jemand eingetragen. Ja. Werden wir bestimmt auch demnächst creepy, mal dran nehmen und dann werde ich es mal gut gucken. Wow. Ich gucke auf jeden Fall weiter. Boah, jetzt kann der Porsche mit voll zerfetzten Reifen rein hier. Ja, ich sehe es auch gerade. Hat es gerade noch so geschafft. Chris, du hast 2 Serien, leg los. Die eine hast du ja letzte Woche schon, hast weitergeguckt, nehme ich an. Ja, natürlich guckt man da weiter. Was glaubst du denn? What If ging weiter. Ich weiß jetzt nicht, der Erik hat noch nicht reingeguckt, wird wahrscheinlich auch nicht reingucken. Genau. Ich habe tatsächlich auch noch nicht reingeguckt, die neue Folge. Ich habe lieber die neue Folge Scott und Hutch geguckt. Ja, okay. Die habe ich auch geguckt. Nee, in der neuen Folge What If geht es darum, was wäre, wenn T'Challa, also der Black Panther, versehentlich statt Star-Lord entführt worden wäre und dann zum Star-Lord wird. Was relativ cool. Witzig gemacht ist, also so, ja, als Kind so in Wakanda und so, oh, hier, ich will aber mal mehr erleben und bla 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 und alles und bla 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 und geht dann nach draußen und dann kommt das Raumschiff und nimmt ihn einfach mit. Also, oh, wir haben den Falschen dabei. Ach, egal. Also, relativ witzig, ganz coole Geschichte mit dem Kollektor und allem und Howard der Ente ist auch dabei und also richtig cool. Hat viel Spaß gemacht. Ich möchte da gar nicht so viel verraten, weil alles, was man dazu sagt, ist schon fast wieder gespoilert. Aber ist ganz cool. Wenn man sich da wirklich an diese Art der Darstellung wieder gewöhnt hat, dann ist es ganz cool. Also ich bin da gespannt, was da noch kommt. Das sind echt nette, witzige Geschichten. Aber es sind tatsächlich einzelne Geschichten, die nicht zusammenhängen. Es sind einzelne Geschichten, die nicht zusammengehören. Okay. Genau. Gut. Genau. Ja, okay, das zweite. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das zweite, was ich jetzt zu Ende geschaut habe, weil jetzt die Staffelfinale war, ist Love, Victor, die zweite Staffel, also die Serie quasi zu dem Film Love, Simon, wo wir auch schon mal besprochen hatten. Zweite Staffel
bohrt die ganze Geschichte sehr, sehr auf. Es wird mehr zum Familiendrama. Es geht auch mehr um die Freunde von Victor drumherum. Also es ist nicht nur noch Victor im Mittelpunkt, sondern einfach wie sich das alles so weiterentwickelt und macht eben auch die Nebenstränge auf. Und das auf auch eine sehr, sehr charmante Art und Weise. Die ganze Staffel endet mit einem sehr, sehr spannenden Cliffhanger, weil man im Endeffekt nicht weiß, vor welcher Türe Victor steht und geklingelt hat, weil er muss eine schwere Entscheidung treffen. Es ist halt es ist mehr oder weniger eine schöne, seichte Teenie-Serie, aber sie ist einfach schön. Ich weiß auch nicht, es ist einfach schön, das ist einfach mit Liebe gemacht, das steckt was dahinter und es hält, ja, auch ins Gefühl bei dem Wort Charme. Das Ganze, was von Love, Simon da kam damals, diesen ganzen Stil behält es also auch in Staffel 2 tatsächlich bei, auch wenn es andere Geschichten da noch gibt, auch wenn verschiedene Sachen dann im Vordergrund stehen. Und klar sind die Sachen vorhersehbar, ganz fürchterlich vorhersehbar sogar. Man weiß schon irgendwie, was passieren wird und wie es laufen wird und blablabla. Aber das ist ganz arg schön sogar. Und ich kann, wie ich ja die erste Staffel auch schon empfohlen habe, die zweite eigentlich auch bedenkenlos empfehlen. Also auf jeden Fall durchgucken, auf jeden Fall anschauen. Das ist schon, ist einfach toll, ist einfach schön. Mir hat das echt Spaß gemacht zu gucken. Ja, mir auch. Also ich mag die Serie sehr, auch wenn ich jetzt mit der ein oder anderen Entscheidung des Staffelfinales nicht so super einverstanden bin, aber trotzdem finde ich es interessant, wo es vielleicht hingehen könnte in der nächsten Staffel, und ich finde auch schön, dass sie auch in der zweiten Staffel Simon wieder mit reingebracht haben, und zwar nicht nur in Form von Texten, die er an Victor schreibt, sondern auch er hat einen kleinen Gastauftritt, und ich muss dreimal hingehen. Einen finalen wohl, ne? Ja. So scheint es zumindest. Was ja auch okay ist. Er muss sich jetzt auch mal muss diese Sache jetzt auch mal voneinander lösen, ein bisschen. Aber ich musste wirklich dreimal hingucken, ob das der gleiche Schauspieler ist, weil er so erwachsen und gut aussah. Ja. Ja, ich fand ihn stucklig. Da merkt, also wenn man ihn aus dem Film kennt, merkt man einfach, okay, dass die Darstellung ist jetzt wirklich, er ist erwachsen, er ist bodenständig, ist wie er ist wer er ist, und er weiß es auch. Und die Entwicklung von dem Film zu jetzt dieser finalen Folge, wo er auftaucht, ist super. Du hast zwar nur zwei Gastauftritte in der ganzen Serie, aber die sind super, und das Ende für ihn in der Serie ist jetzt auch echt gelungen. Schöner Cut für ihn. Klingt auch sehr gut. Wo gibt's Love, Victor? Ja. Auf welcher Plattform? Disney Plus. Disney Plus. Ah, okay. Habe ich ja. Ist gut. muss wissen, wo. Verliert einen Überblick, was wo läuft. Ja. Au. Mir fällt noch was ein. Oh, was denn? Ich weiß, der Erik möchte Brand New Cherry Flavor noch vorstellen. Hast du Paw Patrol geguckt oder was? Nein, ich möchte ganz kurz nur zwei Sätze zu Ted Lasso verlieren. Zur neuen Folge Ted Lasso. Oh, yeah. Die habe ich noch nicht gesehen. Oh ja, die war so toll. Mhm. Also letzte Woche war schon mega cool einfach mit der Weihnachtsfolge. Diese Woche, es war für mich diese Woche so eine richtig typische Ted Lasso-Folge. Mit so richtig bisschen Kloß im Hals wieder einfach so, oh mein Gott. Die Serie macht so immer noch so unfassbar viel richtig und macht so unfassbar viel Spaß. Unbedingt anschauen, wenn man die Möglichkeit hat, Ted Lasso zu sehen. Unbedingt kann ich ohne Bedenken auch nur im Ansatz, also komplett nur empfehlen. Siehste, ich hab Erik, schaut Ted Lasso. Ja, klar gucke ich das. Ich habe die neue Folge noch gar nicht gesehen. Warum kriegt man da so keine toll Notes hier irgendwo? Ich kriege immer freitags die Notes. Ich krieg für jeden Scheiß hier eine Note auf mein Handy, aber die wichtigen Sachen wieder nicht. Jetzt kriege ich plötzlich von The Zone, jedes Mal, wenn da irgendeine Sportart anfängt, pusht mir die App das drauf. Sachen, die ich gar nicht wissen will. Naja, aber solche wichtigen Sachen wie Ted Lasso kriege ich wieder nicht. Ach, verdammt, ey. Das ist moderne Technik hier. Ja, Brand New Cherry Flavor. Tja, wie steht ihr so zu David Lynch jetzt mal so gefragt? So mal Mulholland Drive, Eraserhead, Lost Highway, Twin Peaks. Ja.
Weil es Twin ist ja so, Peaks, ja, der Rest. Entweder man mag es oder man kann überhaupt nichts damit anfangen. Es gibt eigentlich keine Grauzone. Okay, dann bin ich tatsächlich dieses mittendrin. Also. Okay, echt? Okay. Ich auch, weil ich mochte Twin Peaks total, aber der Rest ist eher so. Na gut, also die neue Serie auf Netflix, Brand New Cherry Flavor, hat deutlichen Lynch-Flavor, würde ich mal sagen. Es geht hier in dieser Serie darum, dass eine junge Regisseurin, die ein Filmprojekt gemacht hat mit einem Kurzfilm, einem Schwarz-Weiß, sehr, sehr gruselig, irgendwie so ein Kurzfilm. Und die wird gespielt von Rose Salazar. Und die kommt jetzt nach Hollywood mit quasi nur mit ihrem Auto, sonst nichts. Ja, kommt nach Hollywood, will da nun jetzt in die große Filmwelt. Und das Ganze spielt Anfang der 90er. Und will jetzt in die große Filmwelt vordringen und möchte da irgendwie vielleicht irgendwas im Filmbusiness machen, will Regisseurin werden. Sie hat ihr Projekt mit dabei und ihr Ruf eilt ihr auch schon ein bisschen voraus. Also sie ist da auch bekannt. Und sie kommt dann relativ schnell auch an einen Typen ran, der ihr sagt, ja, ich kann dir da helfen und so, lass uns das machen hier vertraglich und so weiter. Das sieht alles erstmal ganz gut aus. Und es schwingt aber die ganze Zeit so David Lynch-typisch so ein unbehagliches Gefühl mit, wo man sagt, oh, da kann irgendwas nicht stimmen, hier ist irgendwie, das kann nicht sein, dass es alles so glatt läuft und irgendwie gibt es dann mal ganz seltsame Szenen. Sie steht dann irgendwie mitten in der Nacht an der Tankstelle und irgendwie so ein Motorradfahrer verfolgt sie dann und bleibt dann draußen stehen und wenn sie auf irgendwelchen Partys ist, wird sie von irgendwelchen skurrilen Typen beobachtet aus der Ferne und irgendwie trifft er das immer mehr ab und ich will mal nicht zu viel verraten. Ich glaube, selbst die Filmbeschreibung oder die Serienbeschreibung von dieser Miniserie verrät schon ein bisschen zu viel. Deswegen will ich mich da selber auch ein bisschen einbremsen. Also wer so David Lynch-Sachen mag, muss hier unbedingt reingucken, denn das Ganze ist alles so Neo-Noir. Die meisten Außenaufnahmen, die spielen bei Nacht, wo man wirklich so diese ganzen Neonlichter sieht und natürlich auch ganz oft da oben an dieser typischen Stelle, wo viele Serien und Filme in L.A. spielen, wo man über die Stadt gucken kann und so. Da ist ganz viel so Gefühl von David Lynch mal Holland Drive drin und auch die Musik, der Soundtrack, der das unterlegt. Und das Ganze ist eine Miniserie, ich habe es noch nicht fertig geschaut. Ist auf jeden Fall so, es wird immer übernatürlicher auch und mysteriöser, was dann so abgeht. Ganz typisch David Lynch, ich bin sehr auf die Auflösung gespannt. Und mal schauen, wie es mir dann nach den, wie viele Folgen hat es? Acht? Sechs oder acht Folgen, was ich dann drüber sage, vielleicht sage ich dann, boah, was ein Scheiß, was haben die hier für eine Auflösung gemacht, kann passieren, das ist immer so auf einem schmalen Grat, wenn man sagt, man lässt sich auf dieses Mysteriöse ein und man kann da irgendwie ein bisschen mitgehen, aber wenn dann die Auflösung irgendwie scheiße ist, dann ist alles irgendwie blöd, aber ich hoffe mal, dass es gut wird. Das ist wohl wahr. Ja, vielleicht gucke ich auch mal rein, Cherry ich mag sowas, Flavor. Ja. Mit Rose Salazar. Chris, kennst du Rose Salazar? Ich muss da ein bisschen lachen, weil Salazar heißt Victor mit Nachnamen. Ja. Victor Salazar. Rose Salazar. Sagt mir gerade nichts. Die haben wir im Kino gesehen. Die war Battle Angel Alita. Alita Battle Angel. Ah, okay. Und bei Maze Runner okay. Hat sie mitgespielt. Für die Kate. Okay. Ah, ja, ich kenne die. Wer hat das? Rosa Salazar, nicht Rose Salazar. Rosa. Ach so, Salazar. Sorry. Ja. Falschen Eindruck. Ja, also sehr mysteriös. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Mir gefällt's. Also ich bin da voll dabei. Und aber wer nicht, da habe ich auch vollstes Verständnis, weil als ich glaube ich das erste Mal irgendein David Lynch gedacht habe, what the fuck? Nie wieder will ich sowas sehen. Und dann habe ich irgendwann doch mal nochmal. Ah, fand ich gut. Na, ich guck mal nachher rein. Vielleicht gefällt's mir auch. Gibt's auch auf Netflix. Wer hat auch in 4K? Sah richtig gut aus. Vorhin nun. Das war's dann mit den Serien für heute. Dann sind wir ja schon in der Rätselecke. Rätselecke. War mir nicht ganz sicher, weil das Kreuz war heute früh noch bei der Kate, aber ich glaube, ich bin dran, ne? Nee, du bist dran, ja. Ach so, okay. Alles klar. Ich bin mir sicher, dass ich nicht dran bin. Ja, mal schauen. Ich habe ja letzte Woche gehabt. Ja. Wir machen mal wieder das hier. Gut, so geklappt. Also, wir spielen richtig oder falsch. Ich nenne euch ein paar Filmfakten und jetzt müssen wir erstmal. Wir mal überlegen, wer anfängt. Ich habe hier einen Würfel.
einer sagt eine Zahl zwischen 1 und 3 und einer sagt eine Zahl. Wer nimmt die niedrigen Zahlen? Ich würfel dann. Wie so eine Zahl zwischen 1 und 3, wenn ein Würfel du die, 6 hat. Nimmst du die unter 3, die Zahlen, oder die über 3, Kate? Boah. Ach so, meinst du. Ich nehme die unter 3. So, dann hat der Kate, der Chris die über 3. Es ist ein 6. Ja. Ja! Wuhu, nächste Woche neues Quiz, voll geil. Ach so. Nee, das war's noch nicht. Ne? Das war's mal nur, wer als erstes die Frage hier beantwortet. Ach so. Die erste Frage. So, also. Letztes Mal ging es ja auch mit um Matrix, hatte die Kate ein paar Fakten rausgearbeitet gehabt. Da sieht man ja diese Katze, ne? Diese Déjà-vu-Katze nenne ich sie mal. Der Fakt ist, den ich euch sage, diese Déjà-vu-Katze gehört eigentlich Carrie Ann Moss, der Darstellerin von Trinity. Ist das richtig oder falsch? Falsch. Dann sage ich richtig. Es ist falsch. Alle Tiere im Film wurden computeranimiert. Bäm! Also. Jetzt ist Kate zuerst dran. Ich behaupte, fast der komplette Film wurde in Sydney, Australien gedreht. Oh, das weiß ich nicht. Oh, ich sag mal, das ist richtig. Dann sage ich das falsch. Okay, steht es 1-1, das ist nämlich richtig. Wurde fast komplett in Sydney gedreht, außer die Hubschrauber-Szene, durften sie nicht in die Innenstadt fliegen. Die haben sie dann in, habe ich gerade vergessen, aber auch in Australien gedreht. Ich behaupte, also Chris, du bist dran na, als erstes, diese Bildschirmschoner-Schriftart von Matrix hier, das was so durchläuft, kennt ja jeder, ne? Wenn die da so sitzen und so. Hatten ja auch früher viele installiert bei sich, den Matrix-Bildschirmschoner. Das ist eine altchinesische Schriftart, die hier verwendet wurde. Ist es richtig oder falsch? Das ist falsch. Dann sage ich, das ist richtig. Das ist aber falsch. Denn die besteht aus umgedrehten 1 und 0, oder? Umgedrehten echten Zahlen und Nummern sowie japanischen Schriftarten. Ja, aber kein Chinesisch. Hm. Also Digga, ich hab gewonnen. Hat Chris gewonnen. Okay. Wuhu. Wollt ihr noch die Schätzfrage zur Matrix hören? Immer. Kannst du quasi hier mit Zusatzzahl gewinnen. In den ersten 44 Minuten des Films sagt Neo, also gespielt von Keanu Reeves, genau 80 Sätze. Wie viele davon sind Fragen? Viele. 60. Ich sag 50. 50 ist näher dran an 44. Also 44 von den 80 Zeilen, die er hat, sind Fragen. Was ist die Matrix? Okay, also. Das war ein gutes Rätsel. Hast du wenigstens noch die Schätzfrage geholt, aber es hilft dir nichts. Ist nur Sieger der Herzen. Chris hat gewonnen. Ist der Chris beim nächsten Mal dran hier? Okay, du bist quasi das Schalke des Quizzes. Oh Mann. Ich glaube, Schalke war aber nicht mal gestern Sieger des Herzens. Okay, Mensch, da sind wir ja schon wieder durch für heute. Da haben wir noch ein paar Musiktipps auf die Ohren. Music. Wer möchte anfangen? Ich fange an. Ich habe passend zum Rosengarten von Madame Vernet habe ich den wunderschönen Song der Dropkick Murphys Rose Tattoo. Und Kate, was hast du passend zum Rosengarten von Madame Vernet? Ich habe nix passend zum Rosengarten. Ich habe den neuen Song Fresh Released von Jupiter Jones, der eine wunderbare Botschaft hat. Und zwar heißt der Song Der wichtigste Finger einer Faust. Lass mich raten. Nee, ich rate nicht. Zu offensichtlich. Es wird nicht gesagt. Ist zu offensichtlich. Es wird nicht gesagt. Ich habe passend zum Rosengarten von Madame Vernet von Nick Cave und Kylie Minogue Where the Wild Roses Grow. Und ich hatte auch rausgefunden, steht auch hier unter unserer Tabelle drunter, wer diesen Song im Film gemacht hat. Weißt du, der mir gefallen hat, da der von Rosengarten. Ah, ja, der französische Hip-Hop. Melan Inserados heißt der Song. Ich weiß auch nicht, ob es den auf Spotify gibt, muss ich mal gucken.
Aber ich folge dem mittlerweile auch auf Instagram. Der hat einen Instagram-Account. Der hat, macht echt geile Stories. Der Typ, der den Song gemacht hat. Wenn ich dran denke, werde ich den Instagram mal mit verlinken. Also so die normalen Bilder, die man so postet, die sind da ein bisschen mäh. Da zeigt er so seine neuen Sachen. Aber die Stories, die sind immer völlig abgefahren, die dieser Musiker macht. Ja. Na gut, dann sind wir ja schon eigentlich durch für heute soweit. Lass mal kurz gucken, ob Kommentare waren. Ich glaube nicht. Kann mich an keinen Kommentar, nee, null Kommentare zu Tides und Diamond Drop hat wohl doch nicht so gezogen hier. Und dann, ja, lasst mal einen Kommentar da auf kinocast.net, wenn ihr das hört. Oder wenn ihr nicht so öffentlich schreiben wollt, dann schreibt an eric@kinocast.net eine E-Mail oder so. Dann, wir gehen auch vertraulich dann damit um. Ansonsten wäre es mal schön, wenn wir wieder mal bei iTunes oder so eine Rezension, also unter 5 Sterne geht da gar nichts, ne? Also dann lasst da mal eine Rezension da. Bei Spotify kann man uns auch abonnieren, das hilft uns auch, weil mittlerweile hören ja sehr viele über Spotify die Sendung. Ist mal ein bisschen schade für euch, weil dann habt ihr die Kapitelmarken gar nicht, dann könnt ihr gar nicht sagen, ja, dieses oder jenes Thema interessiert mich gerade nicht, ich spring mal zum nächsten, das habt ihr halt nicht, aber... Ja, könnt ihr uns auch folgen, das hilft uns auch, weil da gibt es auch so eine Rangliste und so. Das wäre ganz cool. Ansonsten vielen Dank an alle, die uns auf Patreon immer so fleißig unterstützen. Da kommt jeden Monat ein bisschen was rein. Neue Leute sind da seit dem letzten Mal noch nicht wieder dazugekommen, seitdem ich es erwähnt hatte. Also wenn ihr 1-2 Euro übrig habt pro Monat, könnt ihr hier den Kinocast unterstützen auf Patreon. Das wäre cool. Und ja, das sind wir durch, oder? Schauen wir mal, was morgen in der Sneak kommt. Und ja, läuft eigentlich vorher Free Guy vielleicht? Nachmittag? Hast du Urlaub oder was? Ich habe Urlaub, ja. Morgen. Zu Hause, aha. Ja. Okay. Genau. Der feine Herr hat morgen frei. Sehr schön. Ja, du musst ganz ruhig sein. Ja. Du bist seit 3 Wochen frei oder so. Ja. Augen auf bei der Berufswahl, sage ich da, mein Freund. Augen auf bei der Berufswahl. Dafür hast du den Rest des Jahres ein bisschen mehr zu tun, ein bisschen mehr Acker an der Backe, würde ich mal sagen. Ja. Naja. Aber ich check das gerade für dich hier live. Das ist ja... 16.30 Uhr würde er laufen, ja. Ey. Let's call it a date. Ja, aber 16.30 Uhr also dann... ich muss arbeiten. 16.30, 17.30 und dann 18. Ja, ja. Naja, bitte halt noch ich zwei Stunden in der Stadt bleiben. Muss man noch einen Film gucken. Triple Feature. Ja, um 18.45 Uhr Kaiserschmarrn-Drama. Oh, ist der rechtzeitig vorbei vor der Sneak? Nee, ne? 18.45, 19? Nee, das schafft es nicht. Der ist nicht rechtzeitig vorbei. Wäre cool, wenn der im selben Saal... Ja, dafür Saal, fängt die Sneak zu früh an. Wenn man einfach im Saal sitzen bleiben könnte, weißt du? Man bespaße mich. Genau. Na gut, alles klar, dann ja, viel Spaß euch noch am Sonntag und ja, bis morgen dann. Danke. Tschüss. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast.